Wir wechseln erst einmal die Location. Shopping Time. Ideal ist dafür der legendäre Camden Market. Der Straßenzug im Nordwesten von London ist eine Attraktion und für sich schon eine Reise wert. Skurril, extravagant und mit jeder Menge Shoppingmöglichkeiten. Neben den internationalen Marken finde ich hier auch viele ausgefallene Einzelstücke und Secondhand. Je nach Lust, Laune und Budget kann man hier bedenkenlos einkaufen. Oder? Das ist was, wofür London steht. So ein bisschen Punk. So ein bisschen abgeranzt, aber ultra cool. Und wer richtig cool sein will, der kauft natürlich auch mal eine Marke. Und Marken gibt's hier auch. Nicht nur sowas hinter mir. Habe ich da drüben gesehen. In der kleinen Zeltstadt erwartet mich ein Überangebot an Markenware. Wie sieht's hier mit den Preisen aus? London ist ja nicht gerade als billiges Einkaufsparadies bekannt. Und natürlich will ich wissen, was ich hier wirklich kaufe. Ist das ein Original? Ja, echt Superdry. Superdry, echt? Ja, ja. Na, da bin ich ja überrascht. Was kostet das? Es kostet 27 Pfund. Nur? Ich habe für sowas schon 270 gezahlt. Aber normalerweise vielleicht so 70 Pfund? Wie viel? 70, 80, 90 Pfund in Deutschland? Bei uns nur 27 für Sie, Sir. You know what, man? Wissen Sie was? Ich nehm's mit. Nur rund 45 Euro? Ist das B-Ware oder belügt mich der Mann? Ich möchte nur sicher gehen, dass es wirklich original ist. Denn wenn ich nach Hause komme, bringen mich meine Kids um, wenn es nicht original ist. Nein, nein. Natürlich ein bisschen komisch, dass er das hier so alles ein bisschen versteckt mit seinem Laden verkauft. Oh, er macht ganz gut Geld. Vielen Dank. Okay. Danke. Im Camden Market rechnet man nicht damit, falsche Ware als echte verkauft zu bekommen. Und wenn doch, eine dreiste Unverschämtheit. Der Mann, der mir das hier verkauft hat, das ist eine super Marke, der hat erzählt, es sei original. Da ist auch dieses Schild dabei. Habe ich wirklich ein Original gekauft? Ich werde es in der Oxford Street herausfinden. Hier gibt es garantiert keine Fakes. Und hier besuche ich auch den Laden, aus dessen Sortiment mein Sweater angeblich stammt. Wir fragen diskret nach, mit versteckten Kameras. Ich habe das hier im Camden Market gekauft. Ja. Ist das original? Nee, oder? Ob es original ist, darf ich es mal sehen? Ist jetzt ein bisschen peinlich. Nee, ist kein Original. Wenn Sie es nicht so machen, ist es wohl kein Original. Wie Sie sehen, ist es viel kleiner. Ich zeige Ihnen einen echten. Ja, ja. Oh, it's so nice. Die Originale kosten hier doppelt so viel wie in Camden. Und sie sind wirklich echt. Es ist wirklich gut gemacht, aber es ist eine Kopie. Okay, aber noch kein Verbrechen, oder? Nein, nein, das ist noch kein Verbrechen. Aber peinlich ist trotzdem. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, schönen Tag. Ciao. So einfach kann es sein, Originalware von einem Fake zu unterscheiden, wenn man sich auskennt. Da sind wir wieder zurückgekehrt an den Camden Market. Es ist ein bisschen verwirrend. Hier gibt es durchaus Markenläden. Hier hinter mir zum Beispiel oder der. Da gibt es nur echte Sachen. Aber was ich hier drin habe, ist alles andere als echt. Ich gehe zurück und will den Verkäufer zur Rede stellen. Auch die umliegenden Stände täuschen internationale Markenware vor. Aber natürlich alles gefälscht. Hier gibt es keine Etiketten. Bei meinem Verkäufer war das anders. Sie sagten, das wäre Superdry? Ja. Seriously? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wer hat Ihnen das erzählt? Hier ist doch das Etikett. Das ist ein Fake. Warum erzählen Sie den Leuten eine Lüge? Nein, nein, nein. Doch, Sie lügen. Das ist nicht Superdry. Doch, wir haben es so bekommen. Ja, schon klar. Er kann doch nichts dafür. Es ist sein Chef. Aber wer ist sein Chef? Mein Chef ist zu Hause. Sein Chef ist zu Hause. Er arbeitet hier nur. Okay, dann geben wir das Geld zurück. Tja, ich hätte ja gerne was hier mitgenommen von ihm. Viel Geld wird er nicht verdienen. Aber es bleibt dabei. Wer hier reinkommt und gesagt bekommt, dass es ein echter Markenartikel ist, der wird angelogen. Hier gibt es keine echten Marken. Fake, 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 fake. Vorsicht also vor dieser grünen Zeltstadt am Eingang von Camden Market. D
der bleibt dennoch ein Highlight von London. Ein Shopping-Eldorado für Ausgefallenes und Außergewöhnliches. Der nächste Morgen. Am Fuße des Big Ben wartet noch eine Story auf mich. Hier herrscht eine Hütchenspielerplage, wie ich sie auf meinen Reisen noch nie erlebt habe. Und heute will ich die Betrüger auffliegen lassen. Wir sind wieder da. Auf der Westminster Bridge. Wir haben noch 30 Meter. Dann geht die Zone los, wo unsere Hütchenspieler heute auch wieder mindestens 50, 60 stehen. Schon im Mittelalter waren Gaukler mit solch simplen Tricks unterwegs. Unter welchem Hütchen liegt der Ball? Das kenne ich schon. Aus Paris. Nachdem wir dort die Hütchen am Montmartre erlebt hatten, ließen wir uns von einem Zauberer den entscheidenden Trick vorführen. In dem Moment, wenn das Geld im Spiel ist, befindet sich kein Ball unter den Hütchen. Und genau denselben Trick erleben wir heute in London. Haben Sie es gesehen? Der Ball ist in seiner Hand. Unter den Hütchen ist keiner. Nochmal. Geschickt, fingerfertig und eine dreiste Abzocke. Dann geht alles sehr schnell. 60. Gib mir noch 40 für 100. Ja, ja, 60. Heben Sie es auf, ja! 60 Pfund, 100 Euro hat der Tourist in 10 Sekunden verloren. Hier geht's um viel Geld. Zeit, den Spieß umzudrehen. Was haben wir denn dabei? 20er, das sind immerhin jedes Mal 30 Euro. Mach den Stapel mal ein bisschen kleiner, nicht, dass du da irgendwie zwei auf einmal ziehst. Ja. Immer einzelne Scheine in der Tasche haben. Ich krieg mal drei rein. Okay. Und den Rest stecke ich noch in die Tasche. So. Drei Stück. Und jetzt schlagen wir zurück. Ungefährlich ist mein Vorhaben nicht, bedenkt man, wie viele zu der Gaunerbande gehören. Freispiel, Freispiel! Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Also, wenn ich dir jetzt 100 gebe, darf ich dann beide umdrehen? Yes. Noch glaubt er, die Situation unter Kontrolle zu haben. Ich gebe Ihnen das Geld auch so. Ja, ja, ja. Pass auf, als ich mich bücke, um die leeren Hütchen umzudrehen, bricht Hektik aus. Unsere versteckten Kameras werden zur Seite gestoßen und trotzdem erfasst eine den Taschenspielertrick in Zeitlupe. Hektisch versucht der Mann, den Betrug zu verdecken und den Ball zurückzulegen. Vergeblich. Alle haben gesehen, dass keiner im Spiel war. Die Situation droht zu eskalieren. Aber dann rettet uns ein unerwarteter Zufall. Oh, okay, tut mir leid. Verzieht euch. Okay. Sind Sie ein Polizist? Ja. Schön, Sie zu sehen. Sie sind außer Dienst, oder? Alle, die hier standen, gehören zur selben Gruppe. Alle waren Teil davon. Ich wollte sie halt einmal schlagen. Und ich wollte vor allem klar machen, dass kein einziger Ball unter den Hütchen ist. Ich kann auch noch spielen jetzt hier. Jetzt weiß ich, wie es geht. Hey, man, hey, thank you very much. Hey, good job, good job. Hab ich ein Glück. Doch schon bald wollen die Trickbetrüger ihre Hütchen und den Ball zurück, also ihr Handwerkszeug. You're the one? Ah, Sie sind's? Gehören Sie dazu? Nein, ich weiß nichts. Ich möchte nur den Ball. Aber wer sind Sie denn? Vielleicht meine Chance, näher an Sie heranzukommen. Wenn ihr alle zusammen spielt, dann möchte ich mit den anderen reden. Nein, ich spiele nicht. Aber warum nehmen Sie mir dann alles weg? Okay, hört zu. Wie viele von euch spielen hier? Keine Ahnung, nicht so viele. Aber es sind mindestens 80 oder 100. Informationen bekomme ich von ihm keine. Ich brauche einen anderen Gesprächspartner und gehe aufs Ganze. Hey, hör zu. Wir haben euch für Tage gefilmt jetzt. Und wir kennen den Trick. Wo ist dein Chef? Lass uns mit deinem Chef reden. Wo ist der? Ist er da drüben? Also er gehört mit denen zusammen. Er will das jetzt hier einsammeln, weil er weiß, wir haben ihn bekommen. Sollen wir machen? Mitnehmen nach Hause? Natürlich, das ist unser Souvenir. Sorry. Ja, Entschuldigung, es ist ein Souvenir. Der Mann telefoniert. Wir folgen ihm, bis wir merken, worauf wir uns da möglicherweise einlassen. Denn er hält uns hin. Wir entscheiden uns für einen Abbruch. Wir haben immerhin erreicht, was wir wollten und den Betrug aufgedeckt. Einer Horde Hütchenspieler haben wir nichts entgegenzusetzen. So gut, dass wir weg sind, weil wir haben Sie reingelegt. Zum ersten Mal. Ich bin ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen, dass ich den Abzocker abzocken konnte. Und ich habe ein tolles London-Souvenir hier. Drei Hütchen und ein Ball. Wo ist Ball? Wo ist Ball?
Ball ist bei mir und da bleibt er auch. London ist ein sicheres Reiseziel, auch in diesen unsicheren Zeiten. Ein enges Netz an Überwachungskameras und jede Menge Polizei geben mir persönlich ein gutes Gefühl. Selbst jetzt, da ich die Geschichten kenne, die in keinem Reiseführer stehen. Ganz ehrlich, seine Urlaubseuros braucht man in London doch für viel spannendere Sachen als für Diebe, Betrüger und Abzocker, oder?